Auch wenn in Krise das Para fehlt, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zahl dir die Miete noch parallel, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zwischen den Dieben für Haram ist, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zu deinen Füßen liegt Paradies, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Also da müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, Adredis, okay? So, was geht ab, YouTube? Adredis, wir gucken uns Pumping Monkey Frankfurt übertreib mal wieder Tinder an. Ich küsse eure Herzen. Folgt mir gerne auf Twitch, erster Link im Bio. Yeah, wir gehen rein, yeah. So, nachdem gucken wir uns dann Hudas Statement an. Auf ganz entspannt, Adredis. Aber noch ein bisschen Lachkick schieben, weil nachdem wir Hudas Statement geguckt haben, werden wir kein Lachkick mehr schieben können, glaube ich. Okay, wir sind jetzt in Frankfurt, hier ist auf jeden Fall die Hölle los. Ihr könnt schon hinten die Aufstellung sehen, Tinder geht los. Ich würde mal sagen, wir machen gar nicht lange rum. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. Gott, was für hübsche Mädels, Alter. Wow. Da hat Huda weggeschnitten. Digga, jetzt analysieren des Todes. Die Jungs, boah, wie hübsch, Alter. Boah, oh mein Gott, was ein Hübscher. Guck mal hier. Okay, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Ali schon 18. Lass mal lauter reden. Ich bin Ali schon 18 und komm, hey, erzähl dir mal was an, Digga. Woher? Kuba, Italien. Kuba? Und Italien. Gut, weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Ja, was? Ihn zu beschreiben, oder? Nee, erstmal abchecken von oben bis unten. Ey, du wirst abgecheckt. I've been really trying, baby. Alisha, sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, ich glaube, er ist gut erzogen, weil er war voll nett, hat gelacht, deswegen. Gut erzogen, woher weißt du das? Weil ich habe ihn vorhin angesprochen, also ich habe ihn vorhin angesprochen, weil ich was. Der ist gut erzogen, Digga. Also ja? Ist er dein Typ? Würdest du den daten? Ja, der ist gut erzogen, Digga. Ja, schon. Also geht schon, ja. Beschreib mal deinen Traumtypen. So Spanier, so grüne Augen und braune Haare. Okay, alles klar, dann hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Wir haben auf jeden Fall ein Ja. Ich glaube, das geht zu gut. Alhamdulillah, mein Bruder. Also erzähl mal, mein Bruder. Wenn der jetzt die beleidigt, gell? Ich heiße Ali, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Darmstadt. Er soll sich abchecken. Gut, check den mal ab. I've been really trying, baby. Erzähl mal, Bruder. Warum kommt Bruder, ich sag dir ehrlich, so eigentlich ist ein nettes Mädchen, so süßes Mädchen, aber ihre Zähne, Bruder, die könnte die Zahnspange weitere 100 Jahre tragen, aber würde weiter so bleiben, Bruder. Boah! Und Bruder. Doch nicht so gut erzogen, oder? Die ist mir auch viel zu nackt hier. Die könnte auch komplett nackt hier vor mir stehen, so weißt du, ich meine. Aber du bist nicht gleich. Ist er immer noch gut erzogen? Ich weiß nicht. Er Mensch macht er hier auf krass. Ich kann es ja nicht sagen, wie er privat ist. Aber vorhin, egal, ich will nicht sagen. Sag gut. Nein, er kommt, sagt, hast du einen Freund? Ich frag auch nicht alle Leute. Oh. Also nein? Nein, Bruder. Immer noch ein Jahr? Ich bleib bei meinem Wort, aber. Digga, das ist schon hart. Wenn jemand kommt zu dir und fragt, hast du einen Freund? Dann sagst du, alle krass, er hat mich gefragt, ob ich einen Freund habe, der ist gut erzogen. Boah, krass. Okay, wir gehen eins weiter. Dann haben wir schon mal die nächste. Stellst du dich vor? Ranja, 19 Jahre alt. Ranja, woher? Aus Frankfurt. Also ich werde nicht schießen, nur auf die Leute, die schießen, sage ich euch ehrlich, Digga. Okay, ist auch okay. Dann. Ich habe jetzt auch bei ihr nichts gesagt. Ich könnte auch viel sagen, Walla. Aber ich habe jetzt nichts gesagt. Ich werde nur auf Leute schießen, die schießen. Ja, ist okay. Gibst du dein Einverständnis? Ja, ich gebe. Du bist 19 Jahre alt. Ja, bin ich. Alles klar, Ranja. Dann check mal den Gigo einmal von oben bis unten ab. So, Ranja, würdest du ihn denn. Huda wurde übersprungen! Sie, dann Huda, dann sie. Bruderherz, Digga. Da steht noch Huda. Guck mal hier. Hier steht sie noch. Bruder, Walla, ich bin gespannt gleich auf Statement, Digga. Ich geh einmal von oben bis unten ab. Ich bin gespannt gleich auf Statement, Digga. So, Ranja, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich sag euch offen, ehrlich, Walla, ist jetzt nicht so mein Typ, aber. Keine
ich hab nichts zu bemängeln oder so. Okay. Style könnte besser werden. Verbesserungswürdig, aber jeder hat seinen Geschmack. Was ist denn dein Typ? Bisschen breit tätowiert. Breit tätowiert? Also nein. Nein. Gut, wir hören uns mal die Meinung von drüben an. Ist klar, mein Bruder, ist klar, geht's dir gut? Ja, okay. Wie heißt du? Wie alt bist du? Scheiß Kerim, ich bin 17 Jahre alt. Oh, Sie Kerim, wie geht's, Cousin? Aus Mannheim. Wo? Aus Mannheim. Mannheim, Strand. Ja, und ich bin jetzt hier, um zu zersägen. Du bist hier, um was? Zu zersägen. Zu zersägen. Ja, natürlich. Okay, Bruder. Okay, ich würde sagen, check mal die Chai ab. Ich hab dich schon abgecheckt. Warte. Check mal ab. Try, baby. Ach du Scheiße. Ach. So. Würdest du Rania daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde sie auf jeden Fall nicht daten. Das ist schon mal ein Fakt. Bevor sie mich nicht datet, werde ich sie nicht daten. Eins, die ist mir zu offen. Eins. In meinen Augen ist jedes offene Mädchen erstmal. Das ist so ein Fakt. Zweitens. Walla, guck mal, wie der sich fühlt. Schworf meine Mutter, Digga. Walla. Guck mal, wie der aussieht, der Bruder, Walla. Digga, wer hat dich verarscht mit dieser Frisur, Cousin? Ich hab sie einfach auch, bei mir, ich bin Gigo, aber bei dem Bruder, er hat dich verarscht mit dieser Kette, Cousin. Wenn ich ihre Haare zum Beispiel betrachte, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber sie konnte sich nicht zwischen einem Lockenstab und einem glatten Stab entscheiden. Das ist mein Sohn. Guck, wie das spielt. Guck mal, meine Haare, Walla, kosten mehr als alles, was du gerade besitzt. Das Dauerglätte. Ey, Rania, übertreib. Walla, ich wollte sie gerade beschützen. Ich schwor auf meine Mutter, Digga. Dein Stirn ist einfach Planet Namek. Beruhig dich doch mal, ich beschütze dich doch. Mach's einfach hier jetzt auch auf hart. Bevor du hier überhaupt urteilst. Guck mal, du brauchst gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist oder wer du bist. Ich hab nett geantwortet. Aber ich weiß, ich keine Ahnung. Sie sagt, ihre Haare würden mehr kosten. Bruder, mit meiner Kette könnte ich 10 von sie abkaufen. Oh! Sag, wir enthalten uns. Ruhig. Warte. Sie soll gar nicht anfangen, über mein Aussehen zu schießen, Bruder. Bruder, die hat Schminke drauf, aber ihre Pickel stechen trotzdem raus. Guck mal. Erstens, ich bin ungeschminkt, brauchst gar nichts von Make-up reden. Zweitens, guck mal, ich hab nicht gegen dein Äußern geäußert. Ich hab nur gesagt, das ist nicht mein Typ, Safi, mehr hab ich auch nicht gesagt. Mit Nettigkeit kannst du hier auf Tinder nichts viel erreichen. Ja. Mit dieser weichen sich selber in der. Ich hab den gewissen Anstand im Gegensatz zu dir, nett mich zu äußern, aber wenn du dich der Meinung bist, Safi, ein Nein hätte schon gereicht, aber. Ey, Wakari! Bruder, es gibt so eine Sache, um ehrlich zu sein. Ich könnte jetzt noch viel über sie sagen, so, aber allein, dass ihr Deutsch so ein bisschen broke ist, das ist schon für mich ein großer Abturn. So, weißt du, Bruder, so, Walla, was soll ich sagen, Bruder, die sagt, sie ist nicht geschickt, gerne bitte, guck dir diese Fresse an, Bruder, das ist brauner als keine Ahnung was. Dann hol ab, schmink dich, dann werden wir sehen. Oder, Bruder, guck mal, Bruder, Bruder, sie sagt, sie hat keine Schminke, was ist dann das da? Oh, Tellerfest. Ach, du Scheiße. Bruder, Frankfurt ist so asozial, Cousin. Alter, Bruder. Ey, chill dich mal, das kann passieren. Wer hat denn gesagt, dass es auf mein Gesicht gekommen ist? Mir ist so beim Reden aufgefallen, so, du hast auch noch während dem Schminken dich verschmiert. Das ist auch noch mal so eine Sache. Ja, wenn man da mitmacht, Digga, dann muss man wissen, auf was man sich einlässt, Digga, sag ich euch. Ja, fühl dich cool, Walla. Ich sag nix, ich beleidige nicht, ich passe. Oder kann sein, dass du wirklich die Wahrheit erzählst und hast irgendwie verlernt, Nutella zu essen und es sind Nutella-Flecken auf deinem Lippen. Safi, lustig drauf bist du, ja, ich hab nichts zu sagen. Natürlich, wenn man wird, ist man immer leise. Wir haben ein absolutes No-Go. Nein? Natürlich nicht. Nein. Nein. Ey, macht mal bitte noch mal die Reihe. Wie die Stimme verstellt. Ja, beide. Also, okay. Aber krass, der hat einfach Hude rausgeschnitten, Digga. Digga, da ist ja wirklich die Kacke am Dampfen, Digga. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Statement von Huda. Du bist dran. Hübsche.
bist dran. Hübsche. Mach mal die Reihe. Aber nicht. Okay, wir gehen eins weiter. Stellst du dich bitte vor? Ich bin die Letizia aus Nürnberg. Letizia, was bist du für eine Landsfrau? Brasilien. Brasiliano, Latina. Muss, passt. Ist okay für dich, dass wir es veröffentlichen? Ja. Ja? Ja. Schöne Augen. Danke. Boah, bei der fragt sogar. Safi, der ist verliebt, der Bruder. Der ist verliebt, Cousin. Schön. Danke, ich auch. Richtig süß. Check ihn mal ab von oben bis unten. Geh hin. I've been really trying, baby. Der ist verliebt, Cousin. So, Letizia, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Also, generell ist er nicht so mein Typ, aber hätte er keinen Charakter und so safe. Okay, ja. Also, Charakter zählt? Ja. Sucht von meinem Bruder John Bro, ihr wisst Bescheid, checkt alle ab. Was jetzt? Ja, nein? Okay. Nein. Nein. Okay, wir haben ein Nein und hören uns die Meinung von drüben an. Bruder, aber stell dich einmal vor, sag mal dein Alter und so und dein Sternzeichen. Ich heiße Rona, ich bin 18 Jahre alt. Was? Ich. Okay, wir checken sie einmal ab von oben. Hä? Bruder. Wieso kann ich keinen Subs mehr da lassen? Bubatz, Walla, Awas, ich hab keine Ahnung. Nee, 100, Bruder, 200%. 200% würdest du sie daten? 300%. Ich würde sie auch daten, sag ich dir. Nur vom Aussehen ohne Charakter. Ich würde sie aber viel mehr daten als er wandern. 100%. Ich würde sie auch daten, sag ich dir. Nur vom Aussehen. Guck mal, Pamik, sein Blick. Als Arfa gesagt hat, ich würde sie auch daten. Das ist ein eifersüchtiger Pumping. Dieser. So ging die Brüche zwischen Arfa, die Freundschaft in die Brüche zwischen Arfa und Pumping Monkey. An diesem Tag, an diesem Moment, wusste Pumping Monkey ganz genau, dass Arfa, aka Abu Sonic, niemals mehr wieder in seinen Videos auftauchen wird. Madame, du willst sie auch daten? Mit deinen 3,2 verfickten Zentimeter? Guck mal, Pumping, Digga, Bruder. Guck mal, der mit seiner Zunge. Bruder, was hat deine Zunge hier unten? Seine Zunge ist einfach bei Kinn gewandert. Abo, Cousin, der hält mit seiner Zunge sein Kinn fest, Digga. Ich will aber viel mehr daten als er wandern. Warte, wie alt bist du? 18. Ja, passt. Du hast aber eine Freundin. Ich hab keine. Alle Pumping! Day! Bruderherz, Digga. Der ist hart, der. Wir haben also ein Ja? Ja, 100. Ja, nein. Ja, ich will auch ein Ja geben. Wir gehen eins weiter. Gut. Stellst du dich bitte vor? Ja, hi, ich bin Amy, ich bin 24 und ich komme aus Regensburg. Ja, okay, reicht. Okay, Amy, check den Jiggo mal einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, Amy, was sagst du? Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Wir sind ja ein oberflächliches Video. Hier geht es ja auch hauptsächlich ums Aussehen. Ja. Triple R sein. Okay, also ich würde ihn nicht daten, da ich eher auf Männer stehe und ich finde, dass er nicht ganz so männlich wirkt. Boah, nein, Digga, der hat geschossen. Das ist nicht böse gemeint. Boah, der hat den einfach zu Chaya gemacht. Ich stehe eher auf Männer, deswegen würde ich dich nicht daten. Boah, Digga. Aber du hast ein hübsches Gesicht. Ja, du bist nicht mein Typ einfach. Bruder, der hat ihn zum Pokémon gemacht. Safi, der hat Shigi, ich stehe auf Männer, Shigi. Wenn du das zu einem Mann sagst, ist es ich distanziere mich, Cousin. Ich stehe eher auf Männer. Du bist Shigi. Was sind deine Typen? Ich stehe einfach auf richtige Männer. Du bist Togepi, richtig Benny. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so beschreiben. Ist hier jemand, wo du sagen würdest, der? Gerade nicht. Irgendwann ist wirklich diese Fahrer mit Tätowierungen und so. Nein, wirklich nicht. Auch nicht? Nein, gerade nicht. Nein. Mach mal eine Bizeps-Pose. Okay. War nicht böse. Also ein Nein. Ein nettes Nein, ja. Gut, wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor, wie alt bist du? Vater, hab die. 19 Jahre alt. Okay, check mal die Chai ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ich sag ein Nein, Bruder. Die sieht aus wie Batsman-Shell mit 1000 drum. Ich sag ein Nein, Bruder. Die sieht aus wie Batsman-Shay mit... Batsman-Shay? Batsman. Batsman-Shay? Ich sag ein Nein, Bruder. Die sieht aus wie Batsman-Shay mit 1000 drum. Er sagt, du siehst aus wie Batmans Jay mit drum. Der lacht einfach seinen eigenen Witz. Das wie ich. Sag
hat Mero von Wish bestellt, oder was? Ey, guck mal, diese Mero, guck mal, ich sag euch mal ehrlich, diese Wish-Witze, Walla, die werden langsam so langweilig geschaut. Was bist du? Eine 10 von 10, was bist du eigentlich? 10 von 10. Hat der ein Klo auf deinem Kopf? Was soll ich sagen? Guck mal. Sie ist hübscher als er. Ich werde nicht fett schießen. Erstens, dieses Bad Moms Shade, das höre ich jeden Tag. Lass euch endlich mal was Neues einfallen. Und zweitens werde ich nicht gegen dich schießen, weil ich reif genug bin und ich lasse das Gott klären, wenn du gegen mich schießt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du willst. Du lässt Gott klären, wenn. Hey Mann! Erzähl, Bruder, erzähl. Oder so? Ist es nicht irgendwie haram, dass du gegen andere schießt, gegen deren Aussehen? Peinlich. Sag mal ehrlich, komm mal wieder runter von. Was hat das Video mit Religion zu tun? Bist du nicht gläubig oder was? Ob du nicht gläubig bist? Ich bin gläubig. Dann soll ich bin gläubig. Guck mal, was der sagen will. Bist du nicht gläubig oder was? Ob du nicht gläubig bist? Ich bin gläubig. Dann solltest du wissen, dass das haram ist, dass man gegen andere schießt. Bist du nicht gläubig? Ich bin gläubig. Dass du auch gegen Gott schießt damit, weil Gott hat mir das mitgegeben. Lass ihn doch ausreden, ey. Ja, was hat das Video mit Religion zu tun? Das hat doch jetzt nichts damit zu tun. Warum fragst du ihn, ob er gläubig ist? Erklär mir, sag doch mal bitte, was hat das Video mit Religion zu tun? Warum fragst du ihn nach seinem Glauben? Guck mal, er geht gegen meinen Körper, okay? Ja. Gott hat mir das mitgegeben. Und warum soll ich... Pumping Monkeys, du bist doch Muslim, oder nicht? Ja, ist doch verwerflich, haram, wenn du gegen andere Leute schießt. Cousin, hast du gerade mitbekommen, was 2-3 Mal vor dir passiert ist, Cousin? Die Leute sind auf ihre Mutter gegangen, der eine hat die andere ausgezogen, der andere sagt, du hast Stirn wie Namek, der eine... Bruder, Frankfurt ist durch. Frankfurt durch. Sag mal ehrlich, komm mal wieder runter. Was hat das Video mit Religion zu tun? Bist du nicht gläubig oder was? Ob du nicht gläubig bist? Ich bin gläubig. Dann solltest du wissen, dass das haram ist, dass man gegen andere schießt, dass du auch gegen Gott schießt damit, weil Gott hat mir das mitgegeben. Lass ihn doch ausreden, ey. Ja, was hat ich weiß, was ich gesagt habe. Aber was hat das Video mit Religion zu tun? Das hat doch jetzt nichts damit zu tun. Warum fragst du ihn, ob er gläubig ist? Erklär mir, sag doch mal bitte, was hat das Video mit Religion zu tun? Warum fragst du ihn nach seinem Glauben? Guck mal, er geht gegen meinen Körper, okay? Ja. Gott hat mir das mitgegeben. Und warum soll ich mich dafür schämen, wenn mir Gott das mitgegeben hat? Also deine Haarfarbe auch? Nein, die ist gefärbt. Sieht man ja offensichtlich. Aber was ist daran so schlimm? Hat jemand die nur noch Bestchat gewählt? Was wussten die? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde nicht viel sagen. Wie gesagt, Gott klärt das, wenn jemand gegen mich schießt. Vor allem vor dem Video hat er... Auf jeden Fall, wenn jemand ein iPhone 13 braucht, checkt mich ab, Digga. Ich verkaufe dieses iPhone 13. Für 600 Euro. Noch gesagt, ich schieße nicht gegen dich, hat mir Hand gegeben darauf. Und er macht trotzdem. Aber sag doch mal Wahrheit. Richtig was? Ehrenlos. Bruder, ja, sei mal leise. Was ist das überhaupt? Was ist das? Schau, Haare deiner Fresse wegrasieren. Was hast du gesagt? Du sollst erstmal deine Haare in deiner Fresse wegrasieren, bevor du guck mal jetzt, dass diese Schamhaare in seinem Fresse hat die nicht Gott gegeben, ja? Doppelmoral, ja? Jetzt schießt du auch gegen andere Aussehen jetzt auf einmal, gell? Gesichtsbehaarung ist normal, aber sie soll erstmal die Bauchhaare wegmachen, danach... Mir ist vorhin was in die Augen gekommen, irgendwie über Religion. So, um ehrlich zu sein, mit dieser Haarfarbe siehst du auch aus wie ein S***. Warte. Die wollten nichts sagen eigentlich. Bei mir. Ja, ihr Niveau wird auch nicht zu mir reichen. Hä, was redest du? Eigentlich soll ich mit ihm gerade reden. Ich sag dir ganz ehrlich, alles. Guck mal, ich bin eine Lady. Du bist ein kleines Kind noch. Egal, warte, lass mich schon was sagen. Guck mal. Was hast du zu ihm gesagt? Du wärst eine 10 von 10? Grün Dame gibt 12 Kinder. Dass ich ein nettes Nein habe zu ihm. Ganz einfach. Was, hast du vorhin gesagt, du wärst eine 10 von 10? Ja. Von hinten bist du auch eine 10 von 10. Sie macht gerade noch arrogant und sagt süß, müß, aber zu Hause wird die darüber heulen hart. Das check ich auch nicht. Guck mal, ich heule nicht, ich bin nicht arrogant, ich bin ganz normal. Ich bin eine erwachsene Lady, ich bin 24 und ich werde mich nicht auf dieses Niveau herabgeben, okay? Ganz ehrlich. Habt ihr ja? Du bist das sieht aus wie 17. Du bist tiefer als dem Niveau, wo du schon gelandet bist oder gelandet werden willst. Ich habe mein Leben viel mehr erreicht wahrscheinlich als du. Also. Alle Frankfurt, die Jungs denken alle, die sind okay. Krass. Aber ihr seid erst krass, wenn ihr richtige Männer seid. Also wir haben hier absolute No-Gos. No-Go. Das ist richtig No-Go. Was ist mit dir? No-Go. Gelandet werden wir. Ich würde sagen, wir beenden das Video. So Leute, ihr wisst Bescheid, schaltet jeden Sonntag 15 Uhr ein. Das war Frankfurt. Frankfurt!
bin verwirrt, Digga. Ich bin verwirrt. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auf das Huda-Statement, Digga. Nachdem Pumping Monkey sie jetzt zensiert hat, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was im Huda-Statement auf uns zukommen wird.